Respekt von der Bundeskanzlerin und das für einen verurteilten Steuersünder, das schafft wohl auch nur Uli Hoeneß. Guten Abend, liebe Zuschauer, ich begrüße Sie zu MDR aktuell um 17.45 Uhr. Ja, Hoeneß hat heute allen möglichen weiteren juristischen Winkelzügen ein Ende gesetzt. Er pfiff seine Anwälte zurück und verzichtet auf die Revision in seinem Steuerbetrugsverfahren. Außerdem legte der Bayern-Boss seine Ämter beim Fußballrekordmeister nieder. Hoeneß bringt nun also selbst zu Ende, was er sich auch selbst eingebrockt hat. Ohne Umschweife will er den Weg ins Gefängnis antreten. Uli Hoeneß blieb heute zu Hause in seinem Anwesen in Bad Wiessee, ließ sich aber nicht sehen. Doch den wartenden Fotografen brachte eine Frau im Auftrag des ehemaligen Bayern-Präsidenten Bratwürste vorbei. Keine Handgranaten. An die Öffentlichkeit wandte sich Hoeneß nur schriftlich. Er erklärte, dass er seine Haftstrafe akzeptiert und von seinen Ämtern beim FC Bayern zurücktritt. Das entspricht meinem Verständnis von Anstand, Haltung und persönlicher Verantwortung. Steuerhinterziehung war der Fehler meines Lebens. Den Konsequenzen dieser Fehler stelle ich mich. Die Staatsanwaltschaft hält sich noch offen, ob sie beim Bundesgerichtshof Revision beantragt. Die Frist endet kommenden Donnerstag. Hoeneß müsste seine Strafe in der Justizvollzugsanstalt in Landsberg am Lech antreten, als ganz normaler Häftling. Er kann auf keinen Promi-Bonus hoffen. Er wird behandelt wie jeder andere Häftling auch. Und die bayerischen Gefängnisse sind derzeit sehr gut gefüllt. Deshalb kann es durchaus sein, dass er in eine Doppelzelle muss, Seite an Seite, womöglich sogar mit einem Schwerverbrecher. Die Hoeneß-Nachfolge im Aufsichtsrat des FC Bayern übernimmt bis auf Weiteres Adidas-Chef Heiner hier rechts im Bild. Wer neuer Vereinspräsident wird, ist noch offen. Nach dem Urteil gegen Uli Hoeneß hatte Bundeswirtschaftsminister Gabriel den Schweizer Banken mit einer härteren Gangart gedroht. Die Geldinstitute sollten gezwungen werden, ihre fragwürdigen Geschäftsmodelle offenzulegen. Mehr dazu in MDR aktuell um 19.30 Uhr. Ein halbes Jahr vor der Landtagswahl in Thüringen zeichnet sich ein enges Rennen ab. Nach einer Umfrage von Infratest DIMAP im Auftrag des MDR hätten derzeit sowohl eine Koalition aus CDU und SPD als auch ein rot-rot-grünes Bündnis eine Mehrheit im Landtag. Bei der sogenannten Sonntagsfrage kommt die Partei von Ministerpräsidentin Lieberknecht auf 38% der Stimmen. Das sind 3 Prozentpunkte weniger als vor einem halben Jahr. Die Linke verbessert sich um 7 Prozentpunkte auf 28%. Die SPD kommt auf 17%. Die Grünen liegen bei 6. Und die Alternative für Deutschland erreicht 5%, wäre damit im Thüringer Landtag vertreten. Dagegen würde die FDP aktuell mit nur noch 2% den Wiedereinzug ins Landesparlament verpassen. Nun weitere Nachrichten vom Tage im Überblick kompakt. Der Bundesrat dringt auf eine schnelle Überarbeitung des Strafrechts zur Kinderpornografie. Thüringen und Hessen brachten Anträge ein, in denen sie die Bundesregierung zum raschen Handeln aufrufen. Derzeit prüft das Bundesjustizministerium, ob bisher erlaubte Geschäfte mit Nacktbildern von Kindern und Jugendlichen bestraft werden können. Im Tarifstreit des öffentlichen Dienstes hat es erste Warnstreiks gegeben. In Niedersachsen legten Mitarbeiter von Verwaltungen, Kitas und Krankenhäusern die Arbeit nieder. Grund ist die gestern ergebnislos zu Ende gegangene erste Verhandlungsrunde. Die Gewerkschaften fordern einen Lohnplus von 3,5% und pauschal 100 Euro mehr pro Monat. Kommende Woche soll es auch in Mitteldeutschland Warnstreiks geben. Eine politische Lösung der Krim-Krise ist auch 2 Tage vor dem umstrittenen Referendum auf der Halbinsel nicht in Sicht. Ein Treffen der Außenminister von Russland und den USA in London endete ergebnislos. Gestern hatte der ukrainische Regierungschef Jazenjuk vor dem UN-Sicherheitsrat für eine friedliche Lösung des Konflikts geworben. Russlands UN-Botschafter Tschurkin betonte, sein Land wolle keinen Krieg. Wenn die Bewohner der Krim am Sonntag über die Zukunft ihrer Halbinsel abstimmen, ist eine klare Ablehnung der russischen Vorherrschaft gar nicht so recht vorgesehen. Was auch immer die Wähler ankreuzen, ein Verbleib der Krim in der Ukraine ist in keinem Fall garantiert. Bei so viel russischer Absicherung via Stimmzettel bedarf es fast schon keiner Wahlwerbung mehr. Und doch läuft seit Tagen die Propagandamaschinerie in den Medien, aber vor allem auch auf den Straßen.
Stopp, der Faschismus kommt nicht durch, ist auf diesem Plakat wie auf vielen anderen zu lesen. Zudem Anti-Hakenkreuz-Poster überall auf der Krim. Sie suggerieren, die Übergangsregierung in Kiew und die Ukraine überhaupt stünden für die Wiederkehr des Faschismus. Und die einzige Alternative dazu sei Russland. Propaganda, die ankommt. Ich bin für Russland, sagt diese Passantin. Fürchten Sie sich vor dem Faschismus, wird dieser Mann gefragt. Ja, ich habe Angst vor dem Faschismus, sehr. Wir hatten diese Erfahrung in unserer Geschichte, das war schlimm. Sewastopol war während des Zweiten Weltkrieges schwer umkämpft. In der ganzen Stadt erinnern Friedhöfe und Gedenkstätten an die Zeit der deutschen Besetzung. An diese Erinnerungen und Ängste knüpft die gegenwärtige Propaganda an. Rund um die Uhr laufen in nahezu allen prorussischen Kanälen auf der Krim Filme wie diese. Auch sie suggerieren, Russland bedeutet Frieden und Sicherheit, Kiew und die Ukraine bedeuten Faschismus. Ich bin für die Wiedervereinigung mit Russland. Es ist unser Mutterland. Ich will dahin zurück. Die Faschisten zerstören doch alles, was uns wichtig ist. In den Siedlungsgebieten der Krim-Tataren sieht man die Propagandakampagne der Russen mit Sorge. Ich weiß, dass die meisten ukrainischen Politiker keine Nazis sind. Klitschko ein Nazi? Ich denke, dass die Leute, die so etwas sagen, in Wirklichkeit jene sind, die sich wie Nazis hier auf der Krim aufführen. Doch solche Meinungen finden momentan kaum Gehör auf der Krim. EU erteilt Flugverbot. Beim flüchtigen Hören dieser Schlagzeile würde man vermutlich fragen, welche Airline betroffen ist. Im Fall, um den es jetzt aber gehen soll, werden alle Bauern hellhörig, denn es geht um den Pflug, wohlgemerkt mit P. Der Einsatz des Gerätes soll den Landwirten an der niedersächsischen Küste untersagt werden. Auf ihrem prächtigen Weideland hinter dem Meer brüten nämlich Jahr für Jahr auch unzählige Vögel, die es zu schützen gilt. Vogelschutz also gegen traditionelle Landwirtschaft, ein Konflikt, an den vor Jahrhunderten selbstredend niemand dachte. Man darf den Pflug mit Fug und Recht eine der wichtigsten Erfindungen der Menschheit nennen. Ohne ihn wäre die moderne Zivilisation undenkbar. Trotzdem sollen die Milchbauern dieses Gerät auf großen Flächen an der gesamten niedersächsischen Küste nicht mehr benutzen. Das können und wollen die Landwirte nicht verstehen. Durch Trittschäden, durch Flurschäden hat man über die Jahre Probleme, die Grasnarbe gut zu behalten und muss dann durch einen Neuansatz wieder neue Gräser ansiedeln. Auf unserem schweren Kleiboden ist das Pflügen notwendig, weil sonst die Gräser kein vernünftiges Saatbett haben. 150 Milchkühe stehen auf Hensmanns Hof im ostfriesischen Jemgum. Es dürfte ihnen relativ egal sein, dass ihr Futter direkt neben dem Stall angebaut wird, und zwar zu 100%. Aber nur so rechnet sich das für den Milchbauern. Wenn ich die Erträge nicht mehr hätte und auch vor allem die Qualität nicht mehr hätte, dann müsste ich ausgleichen durch Kraftfutter, durch mehr Kraftfutter. Und ich wäre darauf angewiesen, Futter noch zuzukaufen von Ackerbau, aus Ackerbauregionen, was sehr teuer ist. Aber genau das droht, denn die EU möchte, dass auf Grünland nach Möglichkeit gar nicht mehr gepflügt wird. Solche Wiesen sind nämlich wichtig für viele Vögel und Kleintiere. Wenn ich Anfang Juli pflüge und habe danach 14 Tage später einen schönen Regenschauer oder ein paar mehr, dann kann es durchaus sein, dass Ende August, Anfang September die Fläche schon wieder grün ist. Außerdem wird so eine Fläche nur etwa alle 5 Jahre gepflügt. Trotzdem will die Bundesregierung auf Wunsch der EU diese schon geschützten Flächen jetzt auch noch als unpflügbar nachmelden. Weil man sich das einfach machen will. Für die Beamten ist das am einfachsten, alles zu nehmen. Es ist aber sinnlos, weil wir können da ein paar hochsensible Gebiete nehmen und alles andere muss weiter bewirtschaftet werden, damit die Menschen in den Städten was auf dem Teller haben. Das wird langsam vergessen. Und wir fahren unsere Betriebe, unsere Familien vor die Wand. Das sind 15.000 Betriebe, die davon betroffen sind. Nur weil Beamte zu faul sind und Minister nichts davon versehen. Zumindest der niedersächsische Landwirtschaftsminister hat inzwischen ein gewisses Problembewusstsein entwickelt. Das ist jetzt ja ein Kabinettsbeschluss der Bundesregierung, die das so umsetzen will. Wir behalten uns vor, ob wir dem dazu stimmen können. Wir teilen viele dieser Sorgen der Milchbauern. Ob Niedersachsen im Bundesrat gegen das allgemeine Pflugverbot stimmt, ist aber noch nicht sicher. Und so bangen die Milchbauern an der Küste um ihre Existenz und darum, ob hier bald eine der wichtigsten Erfindungen der Menschheit zum alten Eisen gehört.
Jedes mehrtägige Großereignis braucht immer auch Highlights, die wie Amplituden aus dem Programm schießen. Im Fall der derzeit laufenden Leipziger Buchmesse ist das ohne Zweifel die lange Leipziger Lesenacht. Gestern Abend war es wieder soweit. Im Kellergewölbe der Moritz-Bastei gaben unbedingt zu entdeckende und bereits entdeckte Autoren ihre Visitenkarte ab. Einer unter ihnen hatte das eigentlich gar nicht mehr nötig. Der Fährmann wurde begraben und der Glöckner hat seinen Einsatz verpasst. Anderthalb Stunden später hat es geläutet, da waren alle schon beim Beerdigungskuchen im Gleis 1. Ohne Hilfe kommt der Glöckner ja kaum noch eine Treppe hoch. Letztens hat er um 23:45 die Glocke 18 Mal schlagen lassen und sich dabei auch noch die Schulter ausgekugelt. So sehr ausgekugelt, dass ihn sein Uckermark-Roman vor dem Fest gleich zu Beginn zum Überflieger der Buchmesse gemacht hat. Shootingstar war der gebürtige Bosnier und zeitweilige Wahlleipziger Sascha Stanišić schon vor Jahren. Ab jetzt gehört er zur Creme de la Creme unter den deutschsprachigen Literaten. Nur Stunden vor dieser Lesung hat ihn die Jury zum neuen Buchpreisträger gekürt, in der begehrtesten Sparte Belletristik. Ich freue mich so, dass die Aufmerksamkeit so groß ist, weil ich den Stoff wichtig finde und weil ich mich so lange damit beschäftigt habe. Aber ja, man hat es nicht mehr in der Hand. Das ist so, jetzt ist es bei euch, bei den Lesern und man beobachtet es so ein bisschen von außen und freut sich. Auch die Autorin dieses Romans freut sich. Es ist ihr erster. Die Preise kommen noch, vielleicht. Aber allein dieses erste Buch zur Welt gebracht zu haben und dadurch hier lesen zu können, sagt sie, ist Erfolg genug. Also ich habe mir seit Jahren gewünscht, hier mal dabei zu sein bei der langen Lesenacht. Und dieses Jahr ist es endlich Wirklichkeit geworden. Deshalb bin ich glücklich. Geschichten, die die lange Lesenacht seit Jahren schreibt. 76 Literaten verteilt auf 4 Moritz-Bastei-Gewölbe sind es diesmal inhaltlich immer ein bisschen große Buchmesse im Kleinen. Ein halbes Dutzend Autoren kommt aus der Schweiz, in diesem Jahr Messe-Gastland. Manche mit Leipzig-Vorprägung. Sie hat am Literaturinstitut schreiben gelernt, wie so viele, die gerade im Kommen sind und hier lesen. Es waren Leute da, die für mich wichtig wurden, Leute, die mit mir studiert haben. Und die Diskussionen mit denen waren für mich sehr wichtig. Ich habe ja hier in Leipzig gelebt und ich habe das geliebt. Ich bin hier also fast jedes Jahr hingekommen, einfach als Besucher auch. Einmal habe ich selber gelesen auch und ich freue mich total, das ist wie nach Hause. Also Leipzig war der Ort, wo man hingeht, wenn man Schreiben studieren wollte. Schreiben lernt man wie jeden anderen Beruf auch hauptsächlich durchs Tun. Na, Lesen und Schreiben, das ist auch einfach eine Übungssache und die Zeit dafür hatte ich hier. Auch die Lesenacht hat vor 9 Jahren einer ihrer Kommilitonen erfunden. Heute Abend kommt sein neuestes Buchmesse-Baby zur Welt im Schauspielhaus Read-O-Rama. Ein Spektakel im besten Sinne des Wortes. Also es gibt Slam, es gibt Literaturshow, es gibt literarisches Speed-Dating, ganz intime kleine Lesungen. Läuft es wie die Lesenacht, wird auch Read-O-Rama ein Erfolg. Was in Leipzig die Buchmesse ist, in München die Schmuckmesse. Allerdings nur in puncto Bedeutung. Vom Attribut Publikumsmesse hingegen ist man in München weit entfernt. Dabei versammeln sich hier alle international bekannten Designer. Doch diejenigen, die ihren Schmuck letztlich tragen sollen, bekommen davon kaum etwas mit. Kinka Zobel ist eine Schmuckbotschafterin. Organisiert sie Schmuckevents, Schmuckmodenschauen. Und klar, heute auch die Schmuckshow in München. Entsetzt ist sie nur, dass über die Schmuckmesse in Bayern Otto Normalschmuckträger kaum etwas weiß. International gesehen ist München die Schmuckmetropole. Und da wird sogar diese Woche am Samstag der Herbert-Hoffmann-Preis, der Oscar der Schmuckkunst, verliehen. Und deswegen treffen sich hier aus allen Ländern der Welt alle Schmuckleute. In die führende Schmuckgalerie Biro in München sind wir mit der Schwabingerin gegangen. Trafen dort 2 Schmuckkünstler, Helen Britton aus Australien und David Bielander aus der Schweiz. Beide studierten an der Kunstakademie in München. Beide blieben hier hängen, sagen sie, weil die Schmuckkünstler der Welt sich eindeutig hier stapeln. Schmuck, sagen sie, klar verändert, macht stolz, schön, arrogant. Manche Frauen fühlen sich gar ohne ihn nackt. Und Schmuck verleiht seinem Träger eine andere Haltung. Für Schmuck kann jedes Material verwendet werden. Und Schmuck muss eine Geschichte erzählen und klar auch den Charakter des Trägers unterstreichen. Ich muss nicht irgendwie Kunst zum Tragen machen. Ich mag Schmuck und interessiere mich sehr davor, warum der Mensch Schmuck überhaupt anzieht. Männer interessieren sich immer mehr für Schmuck. In unserer Szene oder die Art von Schmuck, das wir machen, das ist ein Künstlerschmuck, da interessieren sich auch sehr viele Männer wegen dem Inhalt.
5 Tage lang wird über die ganze Stadt verteilt zeitgenössischer Schmuck gezeigt. Und damit die 100 Ausstellungsorte besser gefunden werden, da hilft dieser Schmuckfinder. Galerien und Showrooms zeigen dann Schmuck nicht nur für Freaks, sondern für Otto-Normalschmuckträger. Damit in Zukunft nicht nur die Insider-Szene weiß, dass München die Schmuckmetropole weltweit ist. Schmuck-Oscar inklusive. Das deutsche Paralympics-Team ist mit 13 Sportlern zahlenmäßig ja eher klein. Umso erstaunlicher ist die bisherige Medaillenbilanz. Wir sind beim Sport mit Mo Krüger. Sie ist in Sotschi nicht zu stoppen. Anna Schaffelhuber hat heute auch die Superkombination gewonnen. Die querschnittsgelähmte Skirennfahrerin siegte vor Teamkollegin Annalena Forster. Die beiden waren übrigens die einzigen, die überhaupt gewertet wurden. Alle anderen Starterinnen hatten aufgegeben oder waren gar nicht erst ins Ziel gekommen. Ihr vierter Streich. Anna Schaffelhuber holt bei ihrem vierten Start ihr viertes Gold. Besser geht's nicht. In einem äußerst turbulenten Super-G-Rennen, in dem es wieder einmal Stürze gibt, bewahrt die Monoski-Fahrerin Ruhe. Ist auch in der Super-Kombination nicht zu schlagen. Die 21-Jährige sichert sich wieder einmal mit souveräner Leistung Gold. Teamkollegin und Freundin Annalena Forster jubelt mit, denn sie schafft Silber. Dynamik freut es total. Und ich denke, dass wir heute beide unseren Doppelsieg nur ein bisschen mehr feiern können, wenn wir es im Slalom eh schon gemacht haben. Und ja, wir freuen uns, glaube ich, auf heute Nacht noch. Im Klassement der Stehenden holt Andrea Rotfuß ihre zweite Medaille dieser Paralympics. Die 24-Jährige fährt ein starkes Super-G-Rennen und beendet die Superkombi als Zweite, holt Silber. Mit Gold im Slalom, womit ich nie und nimmer gerechnet hätte, super belohnt worden schon. Und jetzt hier in der Superkombination Silber, ja, das ist einfach cool. Damit nicht genug. Bescherung auch im Biathlon. Wieder eine Medaille holt sich dort Anja Wicker. Über die 12,5 Kilometer der sitzenden Klasse erwischt die Stuttgarterin, wie schon bei ihrem überraschenden Goldtriumph am Dienstag, erneut einen Sahnetag, der schließlich mit Silber belohnt wird. Der Traum in Sotschi hier geht gerade weiter. Ich kann es mal wieder nicht fassen, wie letztes Mal auch schon. Ich habe einfach versucht, noch mal alles zu geben heute. Ich habe mich wieder richtig gut gefühlt. Am Schießstand lief es auch wieder genial. Ich habe mich total sicher gefühlt und habe einfach mein Ding heute durchgezogen. Und in der letzten Runde, als es um Silber ging, nochmal alles rausgeholt, was ging. Meine Lunge kam mir fast entgegen, aber hat sich gelohnt. Auf die deutschen Frauen bei den Paralympics in Sotschi ist einfach Verlass. Und es kann ja noch besser werden. Am Sonntag will sich Anna Schaffelhuber im Riesenslalom ihren Traum erfüllen. Das fünfte Gold beim fünften Start. Skilangläuferin Denise Herrmann hat beim letzten Sprint der Weltcup-Saison das Finale verpasst. Die Oberwiesenthalerin lief im schwedischen Falun um 700stel am Endlauf der besten 6 vorbei. Den Sieg sicherte sich Marit Bjørgen aus Norwegen. In der Sprint-Weltcup-Gesamtwertung wurde Herrmann Zweiter hinter Kicken Randall aus den USA. Ende März wird das Chemnitzer Eiskunstlaufpaar Aljona Savchenko und Robin Scholkowy bei der WM in Japan zu ihrem letzten gemeinsamen Wettkampf antreten. Danach ist für Scholkowy Schluss, die Zukunft von Savchenko ungewiss. Und Trainer Ingo Steuer, der räumt erstmal mit der Vergangenheit auf in seiner Biografie Eiszeiten, die er heute in Leipzig vorgestellt hat. Wenn Ingo Steuer kommt, dann sind seine Fans nicht weit. Deutschlands bester Eiskunstlauftrainer heute auf der Buchmesse in Leipzig. Im Gepäck sein neues Buch Eiszeiten. Sein Leben auf Kufen in 268 Seiten mit manch unbekannter Anekdote. Ich bin Einzelläufer gewesen und bin dann zum Paarlaufen gewechselt, weil das damals dann so gesagt wurde. Wir waren halt zwei Jungs und ich war etwas größer und wir haben immer nur Blödsinn gemacht. Und da haben die gesagt, es sind zwei Talentierte und damit wir beide behalten, schicken wir den einen zum Paarlaufen. Das war ich. Mit Mandy Wötzel wurde Ingo Steuer 1997 Weltmeister. Noch erfolgreicher seine Zeit aber als Trainer von Aljona Savchenko und Robin Scholkowy. Nach Olympia-Bronze in Sotschi wird die WM Ende März in Japan der letzte große Auftritt des Chemnitzer Erfolgstrios sein. Für Ingo Steuer beginnt dann ein neues Trainerkapitel. Das wird dann weniger mit deutschen Paaren sein, weil das, was wir die letzten 10 Jahre gemacht haben, dass wir Geld von Freunden, Fans und Sponsoren suchen, damit die Sportler den Trainer bezahlen können, das ist einfach viel zu viel Energie, die da verbraucht wird, die wo woanders einsetzen kann. Ich denke mal, das wird schwerpunktmäßig mit ausländischen Sportlern stattfinden.
Namen wollte Ingo Steuer noch keine nennen. Doch womöglich verliert der deutsche Eiskunstlauf seinen besten Trainer. Was für eine frühlingshafte Woche liegt hinter uns. Aber irgendwie meint das Wetter, es müsse jetzt auch erst mal Wochenende machen. Thomas Globig hat gleich die undankbare Aufgabe, Sie, liebe Zuschauer, schonend darauf vorzubereiten. Wir von MDR Aktuell verabschieden uns bis 19.30 Uhr. Dann begrüßt Sie hier Kerstin Grundmann. Mo Krüger ist dann auch wieder mit dabei. Ich verabschiede mich, wünsche Ihnen ein erholsames Wochenende. Tja, und ich lasse mal kurz den Romantiker raushängen. Schönen guten Abend, herzlich willkommen zum Wetter für drei. Nochmal einen schönen Sonnenuntergang. Das ist das Live-Bild hier im Moment von Leipzig aus gesehen. Sie sehen, ein paar Schleierwolken sind aufgezogen. Aber wenn Sie uns gestern zugeschaut haben, habe ich es erwähnt, da gab es die Möglichkeit von feuchter Nordseeluft für den heutigen Vormittag von Niedersachsen ins nördliche Sachsen-Anhalt. Und das ist der Satellitenfilm im sichtbaren Bereich hier. Das sind die Hochnebel- und Nebelwolken, auch noch heute Mittag. Und da gab es große Temperaturunterschiede. Mittags in Seehausen in der Altmark nur 4 Grad, in Rudolstadt zur gleichen Zeit 16 Grad bei strahlendem Sonnenschein. Hier sieht man übrigens überall den strahlenden Sonnenschein. Wenige Wolken gab es. Und diese Hochnebelwolken haben sich dann erwartungsgemäß auch am Nachmittag wieder aufgelöst. Aber ganz im äußersten Norden Sachsen-Anhalts hat es gerade mal für gut 2 Stunden Sonnenschein gereicht. Anders sah es in den anderen Gebieten aus. Natürlich mit der milden Luft heute teilweise noch mal Höchsttemperaturen bis zu 18 Grad. Die wärmsten Orte gibt es nachher bei mir bei MDR Aktuell Wetter um 19.30 Uhr. Aber blicken wir mal auf den morgigen Tag. Da wird es deutlich kühler, grün, dunkelgrün, sogar in den höheren Regionen unser Mittelgebirge. Tja, die Entwicklung nochmal, was passiert in den kommenden Stunden? Wir haben gesehen, ein paar Schleierwolken, das geht aber in den kommenden Stunden sehr rasant. Sie sehen schon die Uhrzeit hier oben, sehr schnell ziehen Wolken auf und dann diese Kaltfront. Aber Sie sehen, die Blaufärbung zieht rasch durch, das ist ziemlich mickrig. Dann lockert es morgen Vormittag mal auf und erst morgen Nachmittag kommen dann wieder mehr Wolken. Und in der Nacht zum Sonntag, dann wird es wahrscheinlich auch mal etwas nasser. Aber das Ganze wird für die Pflanzenwelt wohl nicht so richtig reichen. Schauen wir uns das Ganze im Detail noch mal in der allgemeinen Wetterlage an. Heute dieser kleine Hochkeil des Westeuropa-Hochs hat eben noch mal das schöne Wetter verbreitet gebracht. Aber das Tief hier über Skandinavien zieht unter Verstärkung Richtung Osteuropa mit Sturmböen, die uns morgen erreichen und dann auch am Sonntag noch mit dieser Warmfront. Aber ich sagte gestern schon, da kommt keine warme Luft, sondern sehr feuchte Luft in den nächsten Tagen, auch Anfang der Woche. Also die sonnigen Zeiten sind erst einmal vorbei, das muss man klar sagen. Jetzt schauen wir im Detail in diese Nacht hinein. Und da haben Sie in der Animation ja schon gesehen, was da passiert. Erst einmal noch klar in den weiten Teilen Mitteldeutschlands, vor allem in Thüringen und in Sachsen. Aber dann geht es in den nächsten Stunden schon los mit dichten Wolken, die jetzt dann zunächst die Altmark, später die Börde und dann weiter sich nach Süden ausbreiten. Und im Laufe der Nacht kommen auch ein paar Regenschauer hinterher. Der Wind wird zunehmen, daher wird diese Nacht deutlich milder als die vergangene Nacht. Bleibt überall frostfrei mit 7 bis 3 Grad. Und morgen wird es weiterhin windig sein auf den Gipfeln, teilweise mit fast Orkanstärke, also Stärke 10 bis 11 zum Beispiel auf den Brocken. Im Flachland sind Böen der Stärke 6 bis 8, aber die Schauer, habe ich auch gesagt, sind nur mickrig. Das heißt, sie werden die Trockenheit noch nicht beseitigen. Und mit dem starken Wind besteht sogar die Gefahr von Sandsturm. Wenn Sie auf Autobahn unterwegs sind, kann das eben mal passieren. Bei Temperaturen von nur noch 8 bis 12 Grad. Schnell der Blick auf den Sonntag. Da ist es dann allgemein trüb. Der nächtliche Regen zieht langsam nach Osten raus. Und ein bisschen milder wird es mit 11 bis 13 Grad. Hier geht es weiter mit Brisant. Gute Unterhaltung.